Hallo Menschen, heute kommt mein Rückblick über den Lesemonat April und der ging erst einmal großartig los. Das erste, was ich las, ist Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf, was beeindruckend war, obwohl ich seine Romane sonst eigentlich nicht so mag. Für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die Einträge, die er in seinem Online-Blog festhielt, den er startete, nachdem er mit einem bösartigen Hirntumor diagnostiziert wurde. Und das führt, oder vielleicht hat er das auch schon immer gehabt, zu einer wunderbar knappen und direkten Sprache. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, relativ noch am Anfang seiner Erkrankung. Zitat: Schlimme Konzentrationsstörungen. Wenn ich lese, ergänzt mein Hirn jeden Satz. Lee Harvey Oswald ging die Straße entlang und du wirst sterben. Er sah die Autos und du wirst sterben. An allen Gegenständen und Menschen heften jetzt kleine Zettel mit der Aufschrift Tod, wie mit Reißzwecken dahingepinnt. C legt ihren Arm um meine Schulter, tot. Sie lächelt, tot. Und ab und zu kommt auch mal so ein richtig trockener Humor auf, wo man nicht weiß, ob man lachen soll. Und auf der nächsten Seite steht dann schon wieder ein eher sehr emotional aufgeladenes Gedicht. Auch da möchte ich euch ein Beispiel vorlesen. Am Ende, wenn die Welt vergeht und kein Gedicht weiß, wer wir waren, wenn kein Atom mehr von uns steht seit 12 Milliarden Jahren, wenn schweigend still das All zerstiebt und mit ihm auch die letzten Fragen, wird es die Welt, die es nicht mehr gibt, niemals gegeben haben. Und allgemein auch dieses Auf und Ab der Krankheit, immer mal wieder Hoffnung und dann wieder Rückschläge, das war unglaublich intensiv, vor allem aufs Ende hin. Auch da möchte ich euch ein Beispiel vorlesen. Ihr merkt schon, ich bin tatsächlich beeindruckt von diesem Buch. Es geht schon, also einen Tag vorher los. Kann mich mit C kaum noch sinnvoll unterhalten. Sie versucht, meine Sätze zu erraten und zu ergänzen. Ich bin traurig. 2 Tage später oder einen Tag später gehen sie auch nochmal in eine Kneipe. Ich sitze allein an einem Tisch, die Sprache seit Tagen kaputt. Ab und zu kommen Einzelne und sprechen mit dem Stammelnden. Für sie ist es kein Abschied. Es ist ein schönes Gespräch, sagen alle. Man merkt überhaupt nichts. Ich rede wie gewohnt, so schön, mich zu sehen. Und ich will das nicht hören. Ich kann nicht mal das Wort finden, das meinen Zustand beschreibt. Ich bin nicht der Mann, der ich einmal war. Meine Freunde reden mit einem Zombie. Es kränkt mich, ich bin traurig, ich will weg, ich will niemanden mehr sehen. Also rechtzeitig äußerte er auch schon den Wunsch nach einer Waffe, um das Ganze eben selber beenden zu können, falls es einmal so weit kommt. Und falls ihr es nicht wisst, so ist es dann auch geendet. Also ich habe ja ein Zitat, das ist noch 3 Jahre vor seinem Selbstmord. Und da schreibt er schon, weil ich wollte ja nicht sterben, zu keinem Zeitpunkt. Und ich will es auch jetzt nicht, aber die Gewissheit, es selbst in der Hand zu haben, war von Anfang an notwendiger Bestandteil meiner Psychohygiene. Ich muss wissen, dass ich Herr im eigenen Haus bin. Weiter nichts. Also von mir eine absolute Empfehlung, ist jetzt relativ neu als Taschenbuch raus, kann man sich leisten. Und es ist eine sehr intensive Lektüre. Als nächstes las ich, und auch nun gegenüber dem Ganzen, dies von Lydia Daher. Das sind Gedicht-Collagen, würde ich jetzt mal sagen, die die Autorin aus Literaturkritiken zusammengeschnitten hat und dann jeweils noch mit so einem Bild kombiniert. Und falls es auch nur ansatzweise eine Andeutung darüber ist, wie Lydia Daher auch normalerweise schreibt, dann ist sie gerade auf dem besten Weg, meine neue Lieblingslyrikerin zu werden. Das war großartig. Ich möchte euch 2 Beispiele vorlesen und es war unglaublich schwierig, diese 2 Beispiele herauszusuchen, denn ich könnte euch eigentlich jede Seite vorlesen, aber um euch mal einen Eindruck zu geben. Das erste Gedicht heißt Chor der Grenzen. Ich komme aus einem brennenden Arm nach Hause, in ein, nun ja, normales Land, vorsichtig bereinigt und in Prosa verwandelt. Wenn der Mensch geht, bleibt die Illusion. Sie geht tiefer, sie möchte endgültige Auflösung. Doch hier geht es nicht darum, zu richten, sondern das Unaussprechbare zu finden, um wahr zu sein. Und was ist mit uns? Wir, Flüchtlinge der Gegenwart, die in der die Zeit rückwärts laufen, mit allen Unzulänglichkeiten, die so sind, wie sie sind, nicht schlechter geworden, bloß anders. Und das aus einer Literaturkritik zusammengeschnitten? Respekt. Und ein letztes Beispiel ist etwas kürzer. Ich nehme an, jede einfache Wahrheit ist kalt. Es hat etwas Hilfloses, denn im Schaufenster hängt immer noch ein Schild, auf dem die Worte glühen. Toll, absolute Leseempfehlung. Ich ärgere mich auch, denn ich habe das von einer Kollegin ausgeliehen und das bedeutet, ich muss es zurückgeben und es steht leider nicht in meinem Regal. Ich muss alle meine Klebezettel wieder rausnehmen und ich hätte wahrscheinlich auf jede Seite einen Klebezettel geklebt, wenn es in meinem Regal bleiben würde. Absolute Empfehlung.
Als nächstes schob ich einen Comic dazwischen, nämlich Deadly Class Volume 1. Da geht es um einen 14-jährigen Waisenjungen bzw. inzwischen Obdachlosen, der noch einmal die Chance bekommt, an einer Schule für Assassine neu anzufangen. Er hat auch tatsächlich so ein gewisses Rachegelüst. Er möchte jemanden ganz bestimmten töten und ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, ob das der Grund dafür ist, dass er auf diese Schule angenommen wurde, ob die Leute das also wussten oder ob er eher zufällig, weil er Obdachloser ist, die Möglichkeit bekommt. Auf jeden Fall sind die meisten Schüler dort eher so Kinder von Drogenbossen, Mafiosi und dergleichen und ja, lernen dort eben töten, also durch Gift, durch Enthauptung, durch sonst was. Und im Gegensatz dazu steht halt auch, dass an so einer Schule für Assassinen trotzdem so eine Art Klickenbildung stattfindet und erstes Verliebtsein dergleichen. Und ich war unglaublich überrascht, wie gut ich dieses Buch mochte. Also ich bin weder ein Fan von Kriminal- noch von Coming-of-Age-Geschichten, aber das war super. Also extrem lustig, muss ich zugeben. Das ist der erste Drogentrip, bei dem ich gelacht habe. Ich bin irgendwie kein Fan so von Drogenbeschreibungen, aber den fand ich amüsant. Und obwohl es die erste Volume ist, gibt es durchaus schon differenzierte Charaktere, die auch alle zumindest eine Geschichte zu haben scheinen. Also bei 2, 3 haben wir das schon jetzt langsam kennengelernt und die anderen wirken zumindest nicht allzu flach für eine erste Volume. Ich mag den Zeichenstil, der ist zwar modern, aber nicht so glatt, wie ich das letzten Monat bei The Wicked and the Divine kritisiert habe. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, das ist jetzt bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr vorgekommen, dass ich mich irgendwie in die Figuren aus einem Buch verguckt habe. Ich bin kein Fangirl, ich habe nie Fanfiction geschrieben, habe auch nie irgendwie einen Blog gehabt, wo ich jetzt GIFs aus Serien reblogge oder sowas. Aber hier habe ich mich dezent in eine der weiblichen Hauptfiguren verguckt. Also ich freue mich jedes Mal, wenn die in dem Panel auftaucht und auch wenn die irgendwie so ein bisschen klischeehaft cool ist, vielleicht ein kleiner Crush von meiner Seite her. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, das einzige unrealistische für mich ist, dass die Protagonisten tatsächlich alle so 14, 15 sind. Also ich könnte vielleicht gerade noch so mit 17 mitgehen, aber die verhalten sich nicht wie 14. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich bin jetzt 10 Jahre älter, dass jetzt so ein extremer Generationenwechsel war, dass jetzt 14-Jährige plötzlich so agieren, aber vielleicht passiert das mit einem, wenn man obdachlos und ein Drogenboss-Kind ist. Wer weiß. Also im Großen und Ganzen tatsächlich eine Empfehlung. Ich mochte es viel mehr, als ich erwartet habe. Als nächstes las ich dann Austerlitz von W.G. Sebald, wozu ich eine Einzelrezension hochgeladen habe, um es für dieses Video jetzt kurz zu machen. Die dahinterstehenden Themen fand ich viel interessanter als die eigentliche Geschichte und vor allem viel besser als die Erzählweise. Also ich muss zugeben, dass ich im Nachhinein noch mehrmals über dieses Buch nachgedacht habe, wie gesagt, die Motive, so Erinnerungen, Herkunft, objektives Aufarbeiten von Geschichte, sowas, das war durchaus interessant, aber einfach nicht mein Erzählstil. Und am Ende kommen jetzt noch einmal zwei Bücher, die ich mir auch von dieser Kollegin ausgeliehen habe. Das erste ist Dies ist kein Konzert von Buzz Böttcher, was ich vielleicht so als Rap-Gedichte oder auf jeden Fall als orale Poesie bezeichnen würde. Also sowohl die Kollegin als auch hinten drauf wird gesagt, dass das eben Gedichte mit Aufführungscharakter sind. Dementsprechend ist das Ganze auch mit CD und man sollte halt vielleicht gleichzeitig lesen, aber es ist einfach nicht nur das stille Lesen, wozu diese Gedichte gedacht sind. Ich muss zugeben, das ist nicht mein Stil. Also mir ist es irgendwie auch zu modern und zu denglisch und von den Themen her zu popkulturell. Also es geht halt oft so um die Großstadt, das Internet, Werbung und so weiter. Also der sieht es durchaus auch kritisch, aber es ist irgendwie nicht so ganz meins. Um ehrlich zu sein, ist es sogar jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich mir sage, ich werde mir keine Bücher mehr von Poetry Slammern kaufen. Das ist einfach nicht meins. Ich möchte euch ein ganz kurzes zweizeiliges Beispiel vorlesen, wo sich halt so ein bisschen das verbindet, was mir an dem Buch nicht gefällt. Zitat: Auch wenn dich und mich offensichtlich zig Lichtjahre Luftlinie trennen, bleiben wir beide tight wie Barbie und Ken. Also, das ist nicht so mein Stil an Lyrik, glaube ich. Und als letztes las ich Mein Gedicht fragt nicht lange von Nora Gomringer. Das empfinde ich irgendwie als schwankend. Also es gab Gedichte mit ganz, ganz tollen Bildern, wo ich auch noch mal zwei längere unten verlinke, weil ich die gefunden habe und eins jetzt mal vorlesen möchte. Das ist dieses hier. Das heißt Erlösung. Dir, wie zur Erlösung, die Wörter von der wunden Stelle kratzen, den Schorf nicht betasten,
zu fühlen, wie weit du verheilt und neu beschriftet bist mit den Zeichen der Nachahmung. Dir die wunde Stelle ohne Abschied und Pflege belassen, für dich zu spüren, wie gut ich war. Durchaus nett, und dann gibt es aber auch so mehrere, ich muss sagen, banale Gedichte. Ich lese euch auch hier eines vor, es ist ein Dreizeiler mit dem Titel Irrtum. Ich bin nicht du, du bist nicht ich, verwechsle uns nicht. Und dazu brauche ich ehrlich gesagt kein Gedicht. Also weder ist das eine besondere Erkenntnis, noch eine besonders schöne Sprache. Und ich gebe euch auch noch ein anderes Beispiel. Da heißt ein Gedicht, glaube ich, das Ärgernis. Und es geht um eine Schnecke. Und warum liegt denn jetzt die Schnecke da am Weg? Und wie kriege ich den jetzt weg? Muss ich die jetzt etwa anfassen? Oder hören Schnecken auf Pfeifen? Können Schnecken eigentlich springen? Und das Gedicht klang durchaus etwas ironisch. Also so, als würde jemand so etwas natürlich nicht denken. Aber warum existiert es? Also es ist manchmal beim Lesen, dass mir sagt, so darüber oder so ein Gedicht wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt lesen. Und natürlich ist das eine absolut subjektive Einschätzung. Vielleicht ist das genau euer Stil. Wie gesagt, vieles fand ich gut. Ich hätte mir vermutlich noch mehr markiert, wenn es meine Ausgabe wäre, aber im Großen und Ganzen nicht so meins. Was vielleicht auch daran lag, dass ich absolut kein Fan von den Wörtern Herz und Seele und so etwas bin. Im Vorwort geht derjenige, das Vorwort schreibt, sogar darauf ein und sagt, ja, so mittelmäßige Poeten, die meiden Wörter wie Herz und Schmerz, aber großartige Poeten, die kümmern sich nicht drum und verwenden das wieder. Und das, nee, ehrlich gesagt, also ich reagiere da unglaublich allergisch, wenn in Gedichten Herz und Schmerz steht. Und noch zwei Dinge, die ich erwähnen möchte, die Bewertungen für dieses Buch jetzt nicht unbedingt runtergerissen haben, aber die mir negativ aufgefallen sind. Und zwar besteht dieses Buch eigentlich aus drei Teilen, die jeweils eine unterschiedliche Schriftgröße haben. Und die größte Schriftgröße ist das hier. Und ich bin überhaupt kein Fan dieser Typografie. Also das sieht ja aus wie in einem Grundschullernbuch. Und auch, dass die Titel dann immer so schräg nach hinten sind, nicht meins. Und das zweite wäre noch, ich bin absolut kein Fan davon, wenn die Titel von Gedichten einfach noch einmal die erste Zeile sind. Dann soll man das meiner Meinung nach weglassen. Ich brauche das doch nicht zweimal anzusagen. Und ganz oft hatte sie auch so Gedichte, die bestimmt 50 Zeilen lang sind, wo die ersten drei Wörter immer dasselbe sind. Also sowas wie, ich glaube, hinten gibt es eins, das halt losgeht immer mit Nora Gombringer tut das und das, Nora Gombringer tut das und das. Und das sind irgendwie einfach nicht so meine Art von Gedichten, glaube ich. So, falls sich jetzt der Hintergrund und das Licht etwas geändert haben, dann liegt es daran, dass ich den ersten Teil schon eher aufgenommen habe, um die ausgeliehenen Bücher zurückgeben zu können und inzwischen neue Regale bekommen habe, sodass ich endlich wieder Platz habe. Aber machen wir erstmal mit den Büchern weiter. Ich las als nächstes Damals in Nagasaki von Kazuo Ishiguro. Ich habe mir dieses Buch absichtlich und bewusst als ersten Ishiguro ausgewählt, weil ich hier hoffte, dass er sich irgendwie so noch so ein bisschen auf seine japanischen Wurzeln bezieht, beziehungsweise auf japanische Besonderheiten eingeht, was er dann auch tatsächlich tut. Wir folgen der Protagonistin Ezuko, die erste Hälfte ihres Lebens in Japan verbrachte, dort auch schon mal einen Mann und eine Tochter hatte, später allerdings nach London emigriert und noch einmal heiratet und eine zweite Tochter bekommt. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das erfahren wir auf den ersten Seiten. Das heißt, wir folgen dem Ganzen in zwei Zeitebenen. Die Rahmenhandlung ist eben in London und die eigentliche Geschichte wird ausgelöst durch den Selbstmord ihrer ersten Tochter, die also noch in Japan geboren wurde, woraufhin auch Ezuko sich über ihre eigene Zeit in Japan Gedanken macht, was sie sonst eigentlich eher verdrängt. Und in dieser Zeit in Japan konzentrieren wir uns auf zwei Sachen. Das eine ist Ezukos Bekanntschaft oder auch Freundschaft mit einer sehr eigenwilligen Frau und deren eher zurückgezogener Tochter, die ursprünglich aus gutem Hause kommen, inzwischen aber in so einer ganz kleinen Hütte neben einem Neubaugebiet, so hört es sich zumindest an, lebt. Und die Tochter, die sieht ständig so eine alte Frau, die sie auf die andere Seite des Flusses locken möchte, vor allem wenn ihre Mutter nicht da ist, was diese wiederum sehr oft nicht ist, weil sie mit so einem Amerikaner anbändelt, mit dem sie gerne ins Ausland gehen würde. Und Ezuko steht da also zwischendrin. Auf der anderen Seite ist dann Ezukos Familie, beziehungsweise anfangs eben ihr Mann und ihr Schwiegervater. Und da lernen wir halt wirklich so die japanische Gesellschaft in der Nachkriegszeit kennen, in der Frauen noch unglaublich hörig waren, um nicht zu sagen devot. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo die Arbeitskollegen des Mannes mit zu Hause sind und der eine erzählt davon, wie seine Frau einen anderen Politiker wählen wollte als er, woraufhin er sie verprügelt hat.
Und die anderen am Tisch sind nicht etwa deswegen erschüttert, weil dieser Mann seine Frau verprügelt hat, sondern weil diese Frau dann trotzdem den anderen gewählt hat. So eine Gesellschaft ist es eben. Also wirklich sehr auch von Pflichtbewusstsein und Unterwürfigkeit geprägt. Und es war unglaublich interessant, aber manchmal auch anstrengend, diese Ansichten zu lesen. Und noch viel anstrengender war es, das jetzt nicht zu verurteilen. Ich meine, ich weiß, dass ich eigentlich nicht in der Position bin, ein anderes Gesellschaftssystem als schlechte zu beurteilen und so à la westlicher Kulturimperialismus meine Art des Lebens als die beste zu propagieren. Aber ich muss zugeben, es war schwierig, sich für Frauen eine Zukunft in diesem Land vorzustellen, beziehungsweise auch einfach nur glücklich sein. Man muss aber auch zugeben, dass für Ezuko die Emigration nach London auch noch nicht wirklich eine Befreiung darstellt, was aber vielleicht auch ein bisschen an ihr liegt, weil sie noch in alten Verhaltensweisen so gefangen bleibt. Also was man zum Beispiel in Japan schon hatte, ist immer so in Dialogen eine unglaubliche Distanziertheit, dass Leute immer so um den heißen Brei herumreden. Zum Beispiel auch, wenn jemand ganz offensichtlich lügt und alle Beteiligten wissen, dass derjenige lügt, dann wird das nicht angesprochen, sondern alle reden so drumherum und sind höflich, wiederholen sich auch immer. Und das macht Ezuko auch immer noch in London. Sie redet mit ihrer zweiten Tochter nie direkt. Sie geht auf deren Probleme eigentlich nicht ein. Und im Großen und Ganzen also wirklich ein interessanter Roman, der sehr ruhig erzählt wird und in einem kleinen Handlungsrahmen. Also es ist definitiv eher eine psychologische Charakterstudie als jetzt eine Erzählung, die sich irgendwie an den historischen Fakten entlanghangelt. Aber von mir aus empfehlenswert. Danach kam In Nacht und Nebel von Morio Kita. Das ist eine recht interessante Konstellation, finde ich, denn es ist ein japanischer Autor, der allerdings über eine Nervenheilanstalt in Deutschland während der NS-Zeit schreibt. Und der spezielle Auslöser für die Ereignisse in dieser Geschichte ist eben die Entscheidung der NS-Führung, als unheilbar geltende Patienten zu verlegen, wobei jeder, also auch die Anstaltsleitung, weiß, was dieses Verlegen wirklich bedeutet. Und das führt halt zu einem interessanten moralischen Zwiespalt, weil manche Doktoren aus dem Personal her komplett verzweifeln und passiv werden und sich denken, na, da können wir ja eh nichts machen, und andere versuchen auf Teufel komm raus, noch irgendeine Veränderung in den Patienten herbeizuführen, was allerdings manchmal auch zur Folge hat, dass sie das Leben der Patienten halt komplett zerstören. Also sie probieren halt wirklich jegliche Methoden, die ihnen gerade irgendwie einfallen, experimentieren herum, und manche verschlechtern sie dadurch einfach nur nochmal. Und es konzentriert sich definitiv mehr auf das Personal, wobei wir aber auch einen japanischen Gefangenen haben, der so ein bisschen im Zentrum steht. Eine wirklich eindringliche Geschichte, die ich eher als Novelle bezeichnen würde, aber der Verlag sagt Roman von mir. Es ist sehr kurz, es kommt mir halt so vor wie so die besondere Begebenheit eben dieses einen Augenblicks. Und noch so eine kleine Triggerwarnung am Rande. Es ist nichts für Leute, die Probleme mit Spritzen haben. Oh, da gab es eine Seele, die habe ich in der Straßenbahn gelesen, die war so eklig. Oder halt allgemein, wenn ihr Probleme habt so mit Experimenten am Menschen, dann ist das vermutlich nichts für euch. Danach kam die Sammlung Jugoslawische Erzähler für die politisch Gebildeten unter euch, die sich jetzt wundern. Ja, den Staat Jugoslawien gibt es nicht mehr, aber das Buch ist so alt, damals gab es das noch. Das habe ich hauptsächlich gelesen, um so eine Art literarische Wissenslücke zu schließen, weil ich das Gefühl habe, dass das so eine Gegend ist, die man gerne übersieht, weil wir kennen natürlich so die westlichen Autoren und dann auch wieder die osteuropäischen und die südeuropäischen, aber so dieser kleine Bereich zwischendrin war mir bis jetzt nicht wirklich bewusst. So kam es auch, dass ich nur drei der Autoren überhaupt vom Namen her kannte und von keinem bisher etwas gelesen habe. Die Geschichten sind wie in jeder Sammlung so ein bisschen schwankend. Was sie aber gemeinsam haben, ist ein unglaublich deprimierender Unterton. Also es ist fast jedes Mal so, dass die sich einfach nur so eine traurige Existenz herausnehmen und jetzt auch nicht groß mit einem Handlungsverlauf oder gar einem Hoffnungsschimmer am Ende einfach nur das Elend beschreiben. Also nichts groß drumherum, sondern es ist wirklich so eine ganz nihilistische Stimmung, sodass man auch beim Lesen sich denkt, es bringt ja alles gar nichts, es wird sich nie ändern, so ist es. Und das ist ist ja auch eine Zeitspanne von, glaube ich, knapp 100 Jahren, die hier behandelt werden. Und innerhalb all dieser Jahre, jeder Autor scheint keine große Hoffnung für das Land zu haben. Was ich noch erwähnen möchte, ich habe definitiv kein 50-50-Verhältnis erwartet, aber in dieser Anthologie ist keine einzige Frau vertreten, wo ich mir denke, wenigstens eine Frau in ganz Jugoslawien, die gut schreiben kann. Anscheinend nicht. So, dann lasse ich mal wieder einen Comic zwischendurch, nämlich Low.
Das spielt Milliarden Jahre in der Zukunft, wo die Sonne zu einem roten Riesen wird, weswegen das Leben auf der Erdoberfläche nicht mehr möglich ist und sich die Menschheit einerseits in die Tiefen der Ozeane, in so umkapselte Städte zurückzieht und andererseits Robotersonden ausschickt, um bewohnbare Planeten zu suchen. Woran aber viele auch überhaupt nicht mehr glauben. Und dann gibt es noch so eine Zwiespalt, die Personen, die eben in diesen Städten leben und außerhalb lebende sogenannte Piraten. Da ist bis jetzt noch nicht erklärt, ob die früher auch mal in den Städten waren und vielleicht ausgeschlossen wurden oder ob die da schon immer waren, weil, und das muss man auch erwähnen, das Comic wird definitiv immer so abgedrehter und ist Science-Fiction-lastiger. Es gibt auch später Humanoide mit Haiköpfen und es wird halt nicht erklärt, ist das natürlich entstanden, haben die da schon immer gelebt, waren das Experimente? Und so weiter und so fort. Das ist aber auch nur das Setting drumherum. Die eigentliche Geschichte folgt dann einer Familie, wo die Frau dafür verantwortlich ist, die Robotersonden zu überprüfen. Und zunächst denkt man auch, man hat einen männlichen Charakter, aber schön ist es, dass sich das Ganze auf eine weibliche Protagonistin konzentriert. Dazu eine kleine Kritik. Wenn ich das richtig gerechnet habe, müsste diese Frau mindestens 40 sein. Und natürlich hat die keine Falte. Ihre Brüste stehen perfekt. Die ist dürr, hat auch so eine schöne Thigh-Gap und allgemein halt etwas zu perfekt. Aber man kann sich definitiv nicht beschweren, dass es hier keine starken Frauencharaktere gibt. Das erste Kapitel, ich nehme an, weil man sich da erstmal vorstellen musste, ist sehr gerafft, das wird aber etwas ruhiger. Trotzdem ist das Ganze viel, viel actionlastiger, als ich erwartet habe. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Manchmal haben wir Zeitsprünge von mehreren Jahrzehnten und ich hatte ein bisschen erwartet bei dieser Stellung der Menschheit, die jetzt nicht mehr weiß, wie es weitergeht, mehr so essentielle Fragen zu haben, die auch angedeutet werden, aber definitiv nicht im Zentrum stehen. Also im Großen und Ganzen ist es eher so eine Science-Fiction-Action-Familiengeschichte, die ich aber trotzdem sehr gut fand. Vor allem der Zeichenstil. Ihr seht es schon auf dem Cover, ich finde den großartig. Der ist auch schön rau und die Farbgebung ist grandios, meiner Meinung nach. Ich zeige euch das mal so. Und noch ein zweites Beispiel. Es gibt nur ein was ich kritisieren würde. Und zwar ist es, dass man manchmal, vor allem in Hintergründen, nicht erkennt, was manche Dinge sein sollen. Also ich bin halt so jemand, der auch die Hintergründe anguckt und dann denke ich mal, was ist denn das gerade für ein Gerät? Was soll das sein? Warum steht das auch gerade in dem Raum? Was hat das für eine Funktion? Aber das ist wirklich nur eine kleine Kritik. Im Großen und Ganzen liebe ich den Zeichenstil wirklich abgöttisch. Nur einen kleinen Hinweis: In diesem Comic kommen nackte Menschen vor, die sich aneinander erfreuen. Also, falls das nichts für euch ist, dann ignoriert das einfach. Dann kamen zwei der Little Black Classics, zuerst von Wilfried Owen. Hier muss ich sagen, ich konnte den Kontext, in dem die Gedichte entstanden sind, nämlich während des Ersten Weltkrieges, mehr wertschätzen als die Gedichte an sich. Also es hat mich mehr erschüttert, wie jung der Autor war und dass der auch dann gestorben ist, als vielleicht das Gedicht so für sich genommen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Allerdings würde ich euch die trotzdem empfehlen, weil die Sprache und die verwendeten Bilder sehr, sehr eindrücklich sind. Also wie er den Krieg beschreibt, das ist großartig, frei von Patriotismus, frei irgendwie von heldenhafter Verklärung und wirklich sehr, sehr bedrückend manchmal. Als zweites kam das von Emily Brontë, was so recht klassische Lyrik ist, wie man das vielleicht aus der Schule kennt. Also hier haben wir ein ganz geordnetes Reimschema und Metrum. Auch die Themen sind eher traditionell, was ich zugeben manchmal etwas einlullend finde. Also wenn Gedichte halt immer so, das ist manchmal nichts für mich. Und auch wenn sie so Themen wie Natur und Tod beschreibt, dann tut sie das immer auf eine spirituelle Art und Weise und bringt das eigentlich mit Gott in Verbindung. Was ich immer noch wertschätzen kann, aber nicht mehr so ganz genießen. Also um es anders auszudrücken, ich habe Respekt vor dem Handwerkszeug, wie sie das macht, wie sie schreibt, aber war emotional nicht wirklich begeistert, muss ich sagen. Als nächstes kam der Nachtzirkus. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich nicht wusste, was ich davon halten soll, ob mir das vielleicht zu kitschig wird. Ich muss sagen, es ist eine wunderbare, leichte und märchenhafte Lektüre zwischendurch. An der Stelle auch gleich so die Kritik: Es wird überhaupt nichts erklärt, warum da manche Leute Magie können, ob das vielleicht alle können, weil das eine ist so ein Naturtalent, der andere lernt das eher durch Bücher. Könnte ich das also auch? Keine Ahnung, es wird nicht erwähnt.
Und was ich ja vorher befürchtete, weil in manchen Rezensionen und auf dem Buchrücken konzentriert sich das so auf die Liebesgeschichte. Hier steht schon Liebesgeschichte auf Leben und Tod und sie ringen verzweifelt um ihre Liebe, bla bla bla. Ich dachte, dass es in Richtung Romeo und Julia geht, denn, um es euch zu sagen, unsere zwei Protagonisten, Celia und Marco, werden von ihren Vätern in einen magischen Wettstreit geschickt, verlieben sich dann allerdings ineinander. Und das hat natürlich so Romeo und Julia Charakter, aber das Schöne ist, dass in dem Buch nicht so sehr darum geht. Die ersten zwei Drittel sind die zwei überhaupt nicht zusammen und auch dann steht immer noch der Nachtzirkus. Das ist der Ort, wo die beiden ihre Wettstreite quasi in Verbindung mit der Öffentlichkeit, ohne dass die wissen darf, dass die wirklich Magier sind, aussagen, indem sie halt verschiedene Zelte in diesem Zirkus arrangieren. Und das ist halt so ein fantastischer, toller Ort. Ich muss zugeben, seit Harry Potter eigentlich die erste Welt, in die ich wirklich gerne eintauchen würde, wo ich mir sage, oh mein Gott, wie schön wäre das, diese Zelte anzuschauen und diese magischen Vorrichtungen, die aber auch so aussehen, als würden es vielleicht nur Tricks sein. Also wirklich angenehm, wirklich zauberhaft, sage ich mal. Dann kam ein kleiner Lyrikband von Clementine von Radix, Mouthful of Forevers. Die ist über Tumblr berühmt oder bekannt geworden. Und ich war mir halt vorher nicht sicher, was ich erwarten soll, weil ich schreibe selbst auf Tumblr und ich habe dort großartige Künstler kennengelernt. Aber man muss auch mal ehrlich sein, es gibt halt auch viel kitschigen Mist. Allerdings gehört das nicht dazu. Das war großartig. Passt genau auf mich zur Jetztzeit. Also ich muss zugeben, das ist eines dieser Gedichtbände, wo ich mir nicht sicher bin, was ich in 10 Jahren davon halten werde. Es ist definitiv kein Paul Celan, den ich, glaube ich, mein ganzes Leben über lesen werde, weil das ist halt so perfekt für mich jetzt gerade, dass ich bezweifle, dass ich in 10 Jahren da noch so viel herausnehmen kann wie jetzt. Ich werde euch ein Gedicht verlinken, was man online von ihr findet, damit ich mich nicht mit meinem schlechten Englisch blamieren muss. So, an der Stelle des Monats war ich bei meinen Eltern und hatte unterschätzt, wie schnell ich lese, weswegen meine mitgebrachten Bücher alle waren und die einzigen Bücher, die zu Hause lagen, auf die ich Lust hatte, das war mal wieder die Harry Potter-Reihe, die ich sowieso als Erwachsener nochmal neu lesen wollte. So habe ich dann Teil 1 bis 3 gelesen, die ich jetzt auch gleich weglesen, legen werde, weil die mir zu schwer sind. Band 1 und 2 waren noch nie meine Lieblingsteile. Ich finde, dass sie zwar so niedlich und zauberhaft sind, aber so definitiv noch so sehr für Kinder gemacht. Also es gibt so viele humoristische Übertreibungen, die aber unrealistisch sind, meiner Meinung nach. Also so oft habe ich mich gefragt, warum tun die das gerade? Das ist unlogisch, das würde auch der Charakter nicht tun. Also es kam mir ganz oft vor, dass Rowling halt Charaktere nur deswegen etwas tun ließ, weil sie etwas anderes in die Geschichte einführt. Also ich finde halt auch, dass die Charaktere leider eher so Stereotype zur Unterhaltung von Kindern sind und nicht wirklich dreidimensionale Persönlichkeiten. Also sind sehr unnatürlich, eben übertrieben, wie gesagt. Aber es war definitiv interessant zu sehen, wie eben schon in den ersten Büchern so die Stränge für später ausgelegt werden, wie man schon Namen und Begriffe hört, mit denen man eigentlich noch nichts anfangen kann. Und ab Band 3, finde ich, wird es sowieso besser. Ich habe das Gefühl, dass die Vergangenheit dann besser in die Geschichte integriert wird. Also Teil 1 und 2 kommen mir immer noch so vor wie, hier passiert was Magisches und oh, da ist was Zauberhaftes und jetzt kommt das Finale. Und ab Band 3, finde ich, wird das Ganze dann so eben ja zu einem großen Ganzen. Und ja, also ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen, auch die nächsten paar, denke ich, in den nächsten 2 Monaten. Aber es ist halt ein Kinderbuch, sagen wir es mal so. Gut. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Hass. Und das Letzte im Monat April, haben wir April? Ja, waren dann Kafkas Tagebücher, von denen ich gar nicht so beeindruckt war, was man ihm ja aber auch nicht vorwerfen kann. Ich meine, es war ja nie zur Veröffentlichung gedacht und definitiv auch nicht zu meiner Unterhaltung, aber es war schon auffällig. Ich habe das Buch verkehrt umgehalten, oder? Kafkas Tagebücher. Es war schon auffällig, wie zwischen zwei so eindringlichen Sätzen, dass da wirklich seitenweise so banale Beschreibungen von Theateraufführungen folgen, wo er auch immer so die Physiognomie der Schauspieler beschreibt. Also, oh, die hat eine große Nase und die hat eine große Stirn. Oder halt Traumbeschreibungen von ihm. Naja, aber umso eindringlicher ist es dann eigentlich, wenn mal so ein Satz zwischendrin kommt, wo man wirklich vorher
keine depressive Stimmung gemerkt hat, das war alles gut. Und dann kommt da so aus dem Nichts, 2. November, heute früh zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers. So sind Kafkas Tagebücher zwischen Banalitäten und Depressionen, habe ich manchmal das Gefühl, aber nichts im Vergleich zu seinen Erzählungen, meiner Meinung nach. Also auch jemand, der ein großer Fan von Kafkas Romanen und Erzählungen ist, würde ich die Tagebücher gar nicht unbedingt empfehlen. Also mir hat das jetzt, glaube ich, nicht so viel gegeben. Ja, und das war mein April. Ich fahre morgen in den Urlaub. Das heißt, falls ihr kommentiert, werde ich vermutlich erst später antworten. Und mein nächstes Buch wird Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, was ich zusammen mit der lieben Madame hinter Verstand lesen werde. Mal schauen, wann dann unsere Rezensionen kommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und bis bald.